Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zuerst einmal die potenziellen und tatsächlichen Petenten, also die Bürgerinnen und Bürger, ansprechen. Das ist hier heute noch einmal die Möglichkeit, um auf dieses verbriefte Recht eine Petition einzureichen zu allen interessierenden Dingen, die natürlich mit der Bundespolitik zu tun haben. Und natürlich ist das in Worte gegossene Politik, Kollege Mattfeld. Das ist ganz klar, dass alles das, was politisch relevant ist, was den Menschen auf dem Herzen liegt, dann natürlich auch in eine Petition einfließt. Das ist mal mehr, das ist mal weniger qualifiziert, aber es muss alles immer ernst genommen werden. Und wir haben uns verpflichtet, alle Petitionen tatsächlich gleich zu behandeln. Und das machen wir auch so. Wenn ich mir jetzt die öffentlich debattierten Petitionen ansehe, dann spricht das sehr deutlich dafür, dass das eben tatsächlich relevante politische Themen sind, nämlich zum Beispiel die Reform der Pflegeversicherung, die Abschaffung von Massen- und Intensivtierhaltung, die wohnortnahe Versorgung mit Hebammen, der einheitliche Umsatzsteuersatz auf Lebensmittel, die Kennzeichnung von Echtpelzprodukten, die Reform hinsichtlich Hartz IV, was die Sanktionen betrifft, oder die Kostenerstattung von Cannabis-Medikamenten. Das sind alles Themen, die tatsächlich viele Bürger bewegen und berühren. Und deshalb haben sie eben auch 50.000 Unterstützer mindestens und wurden von uns öffentlich diskutiert und mit mehr oder weniger breiter Medienresonanz verfolgt. Ich wünschte mir aber, dass es noch viel mehr Petitionen gibt, die ebenfalls wichtig sind für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie eben auch nachvollzogen für die Bürger im Petitionsausschuss diskutiert werden könnten. Deshalb wünsche ich mir eben eine öffentliche Debatte, wäre auch ohne Probleme möglich, weil wir nennen dort keine Namen, wir nennen dort keine Firmen, sondern wir reden über die Inhalte, um die es geht. Und deshalb könnte sehr viel mehr öffentlich debattiert werden. Das würde auch dazu beitragen, dass der Transparenzanspruch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, der unser Parlament auch haben sollte, durchgesetzt wird. Also machen wir uns stark dafür. Ich möchte aber gerne auch noch den Dank, den Frau Steinke gesagt hat, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusses wiederholen. Es sind im vergangenen Jahr 70.000 Schriftstücke versandt worden durch das Ausschusssekretariat. Wir wissen, 15.325 Petitionen gab es. Das heißt also, dass zu jeder dieser Petitionen mehrere Schriftvorgänge auf den Weg gebracht werden mussten. Und das ist eine gewaltige Leistung. Schönen Dank aber auch an alle Mitarbeiter in den Fraktionen, an die für die Petition zuständigen, aber auch an die Fachpolitiker. Sonst würden wir gar nicht die vielfältigen Themen tatsächlich auch realisiert bekommen, weil es ist wirklich das ganze breite Leben und natürlich weiß man nicht über jedes einzelne selbst Bescheid und muss sich da Hilfe holen. Also Kollegen, hab vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, und abschließend möchte ich noch auf die Ausschussdrucksache 18/4990 aufmerksam machen. Das ist der Bericht, der Jahresbericht. Und dort ist sozusagen ein Parcoursritt durch alle Politikfelder zu verzeichnen. Also wenn Sie sich mal interessieren, was könnte man noch aufgreifen, dann schauen Sie bitte in diese Drucksache. Es sind viele Politikfelder, die noch beackert werden müssen. Und das lohnt sich ganz sicherlich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt vielfältige Themen, also bis hin zur Farbe der Kurzzeitplakette in den Autos. Dort sollte man eben buntere Farben benutzen. Und es gab auch dort eine sehr interessante Einschätzung, die ich Ihnen nicht ersparen möchte. Auf der Seite 79 steht nämlich, zum Bereich des Wetterdienstes wurden im Jahr 2014 keine Petitionen eingereicht. Der Ausschuss
konnte somit erfreut feststellen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Wetter im Jahre 2014 weitestgehend zufrieden waren. Und damit, liebe Kollegin, müssen Sie auch zum Schluss kommen. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen bedanken. Es ist wirklich eine sehr gute kollegiale Arbeit in unserem Petitionsausschuss. Und ich denke, das sind wir auch den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Martina Stamm-Fiebig von der